Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es endlich mal wieder um Tesla. Ihr seht hier hinten das Model S, das euch schon bekannt vorkommt von dieser Norbert. Und vorne dran mein Model 3. Wir haben uns ganz legal hier zu einem kleinen Spaziergang getroffen. Ihr seht auch, der Mindestabstand der Autos, bin ich mir nicht sicher, ob der 1,5 bis 2 Meter ist. Aber unsere auf jeden Fall. Und Norbert hat sein Display, worum es im letzten Video mit ihm ging, reparieren lassen, den Chip auswechseln lassen. Und darum geht es heute und das erzählt er mir jetzt gleich. Ja, hallo Norbert. Ne? Immer schön nach vorne reden. Ja. In Corona Times. Du hast mir letztes Mal erzählt, dass eben der Chip kaputt ist. Und jetzt hast du dich aufgemacht. Und wohin bist du jetzt genau gefahren, um das reparieren zu lassen? Also ich bin hier vom Bodensee 700 Kilometer nach Holland gefahren. Und zwar in die Nähe der belgischen Grenze. Der Ort heißt Axel. Und dort habe ich zwei Spezialisten getroffen, weil es braucht zwei, die den Job machen. Und der eine ist der Bart und der andere der Dennis, aber da kommen wir gleich noch dazu. Also es ging ja darum, diesen Chip auszuwechseln und zwei Spezialisten. Also ist es so wie bei den Ostfriesen, der eine hält die Glühbirne und der andere dreht den Stuhl, oder? Also es geht einmal darum, das Display auszubauen, weil am Rücken des Displays, des großen Displays im Tesla Model S, da steckt diese Media Control Unit drin und die beherbergt diesen kleinen Chip. Und um den geht's. Das ist die eMMC. Flash Memory Unit. Dieses Teil muss ausgetauscht werden, weil das ist ein Memory, das immer wieder beschrieben und gelesen wird und da altert. Der Bart hat also den ersten Teil gemacht, indem er das Armaturenbrett abgebaut hat und das Display freigelegt und abgenommen hat. Und dann bin ich mit dem Display auf dem Schoß zu Dennis gefahren. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Du hast ja diesen Chip gezeigt. Hast du eine Ahnung, was der kosten würde? Einfach nur reines Material? Ich bin kein Fachmann, aber ich glaube, der ist unter 30, 40 Euro zu haben. Das ist ein Flash Memory mit, der hatte jetzt glaube ich 8 GB, den ich eingebaut hat, hat 32 GB. Lass es 40 Euro sein, aber viel, viel teurer sind sie nicht. Aber sie sind fest eingelötet und nicht eingesteckt. Und dann sagst du, du bist dann mit dem Display auf dem Schoß zu dem anderen gefahren, also mit deinem Model S? Nee. Das Model S ist natürlich dann, kann nicht mehr gefahren werden. Das ist auch abgeklemmt. Die Hauptbatterie, natürlich auch die 12-Volt-Batterie muss abgeklemmt werden, das ist ganz wichtig. Aber ich will auch nicht zu viel verraten, weil ich will ja nicht den beiden Jungs den Job wegnehmen. Ganz im Gegenteil, ich will da Werbung für machen, weil die wirklich echt einen tollen Service liefern, der einmalig ist. Ja, das Display auf dem Schoß, da sollte auch wirklich nichts kaputt gehen, weil das kann man nicht mal eben schnell reparieren. Und der Dennis hat dann eben die Platine mit dieser Media Control Unit ausgebaut, hat den Chip ausgelötet, wiederum auf ein Lesegerät gesetzt, die Daten ausgelesen und entsprechend dann wieder zurückgelesen auf den neuen Chip. Okay, verstehe. Also es geht halt darum, dass dieser Chip mehr oder weniger ja dem Auto wahrscheinlich sagt, wie es heißt, wer es ist und dass du praktisch, wenn du diese Daten nicht hast, dann zwar einen neuen Chip drin hast, aber das Auto fährt nicht, richtig? Man kann mit einem defekten Chip fahren, das haben wir gezeigt, aber natürlich in einem sehr reduzierten Modus. Sprich, wir sehen Meilen pro Stunde, die Kilometer werden noch gezählt, aber wir haben keine Temperaturangabe, keine Klimasteuerung, keine Musik und so weiter. Auf diesem Chip sind 4 Partitionen. In den ersten beiden sind ganz wichtige Fahrzeugidentifikationsdaten drin, mit denen auch nach Fremont Tesla kommuniziert wird. Und wenn die nicht mehr lesbar sind, dann ist es sehr schwierig für die Jungs, den Ding durchzuführen. Also man sollte, wenn man den Austausch machen möchte, mit einem noch intakten Chip hinkommen, mehr oder weniger intakt. Also Ausbau des Displays und jetzt diesen Chip auslöten, auslesen, einlöten. Wie lange hat das insgesamt gedauert? Also der Ausbau des Displays war ruckzuck in 20, 25 Minuten getan. Von der Werkstätte zum IT-Spezialisten zu gehen, war nochmal eine Viertelstunde. Und der Ausbau, was du gerade gesagt hast, vielleicht insgesamt eine Stunde, alles in allem. Er hat unter dem Mikroskop dieses Ding eingelötet und dann wiederum eingesetzt, nochmal einen Check gemacht und hat alles funktioniert. Und was machen die Jungs sonst, wenn sie nicht gerade Model S Chips löten oder ausbauen? Also der Bart ist ein Angestellter in einem Autohaus, einem kleinen Autohaus und macht es mehr oder weniger mit Genehmigung seiner Chefin nach der Arbeit. Und der Dennis, der arbeitet normalerweise an MacBooks, iPhones und tauscht dort Teile aus, ist darauf spezialisiert. Und sind die irgendwie befreundet oder ein Team oder wie kam das dazu, dass sie das zusammen machen? Also ich bin erst zu diesem Dennis gekommen, weil dessen E-Mail-Adresse mir über das letzte Video übrigens, vielen Dank dafür, genannt wurde. Ah, okay. Und der hat dann gesagt, also gehst du erstmal zu Bart, weil der baut dir das Display aus. Also die arbeiten natürlich zusammen. Und der Dennis arbeitet wiederum mit dem Lucky Luke zusammen, den manche aus dem Tesla-Freunde-Forum kennen. Ja? Okay. Also das ist schon so die, in meinen Augen, Spezialisten, die genau diese Jobs im Moment machen. Man kann natürlich auch das ausgebaute Display dem Dennis schicken und der macht dann den Job und schickt es zurück. Ich wollte das nicht machen. Erstmal habe ich uns nicht selber zugetraut und der Job ist ein Rundum-Paket. Ich habe alles in allem etwas unter 600 Euro gezahlt. Okay.
Und das ist der reguläre Preis, den er nimmt. Und ich finde es auch wirklich angemessen für die Logistik und für den Aufwand, den er dann hat. 600 Euro und dann hast du natürlich auch noch ein bisschen Zeit investiert. Ne? Was würdest du da rechnen? Das waren genau 24 Stunden. Ich bin morgens um 4 los, bin nachmittags in Holland gewesen, habe ein bisschen die Zeit vertrieben. Und dann war um 5 der Termin und bin abends dann durch die Nacht wieder zurück. Die Autobahnen waren frei. Und da ich noch keine Kosten für Supercharging habe, habe ich eigentlich außer einem Espresso keine Extrakosten gehabt. Weil ich natürlich auch davon ausgehe, dass meine Zuschauer Werksleiter und Berater sind, die Stundensätze von 200 Euro haben, könnte man ja davon ausgehen, dass es vielleicht dann doch billiger wäre, die Tesla-Lösung zu nehmen, wenn man praktisch die Arbeitszeit, die Fahrzeit und so weiter mit draufrechnet. Also erstmal habe ich Freude dran, sowas zu sehen. Ich will auch die Jungs echt unterstützen, weil die machen wirklich einen ganz tollen Job in einer Zeit, wo Tesla nicht die Lieferung, den Service überhaupt liefern kann. Ich glaube, im Moment hat Tesla Schwierigkeiten überhaupt, Displays zu organisieren. Die sind dann auch immer im Austausch. Man verliert dann die Möglichkeit, normales FM-AM-Radio zu haben. Mhm. Das ist in meinen Augen auch ein echter Nachteil, weil dann ist nur noch Internet-Streaming möglich. Und ich bin manchmal in Gegenden, wo ich gerade in der Grenznähe zur Schweiz, wo wir laufend das Netz wechseln und dann hast du gar kein Radio. Okay. Das würde mich ein bisschen nerven. Also okay. Ich bin eigentlich froh, auch mein Display, das gut funktioniert, abgesehen von dem Chip, auch zu behalten. Bei Tesla wäre es gar nicht gegangen. Bei Tesla ist immer ein Austausch. Du kannst dein Display nicht behalten. Okay. Nach meines und jetzt war ja das Problem, dass dieser Chip irgendwie zu wenig Kapazität hat, glaube ich. Es kann ja sein, dass der neue Chip dann auch bald wieder zugeht, oder? Er ist größer. Er hat nicht 8, sondern glaube ich 32 Gigabyte. Also er hat definitiv 32 Gigabyte. Ich weiß nicht, wie viel der alte hatte genau. Mhm. Da kein Experte. Aber rechnerisch müsste es die nächsten 10 Jahre halten. Aber das Problem ist jetzt noch kleiner, weil selbst wenn der stirbt, dieser neue Chip, habe ich ja die Daten aus den beiden Partitionen und kann jederzeit einen neuen Chip beschreiben und einlöten lassen. Hey, vielen Dank, dass Gerne. Du mir Immer diese wieder. Geschichte mitgebracht hast, dass du mir auch das Video mitgebracht hast, was ich euch eingeblendet habe. Ich hoffe, euch hat dieses kurze, aber inhaltsreiche, knackige Video gefallen. Mit Norbert im Sicherheitsabstand. Gebt mir unbedingt ein Abo, ein Like, kommentiert gerne, wie ihr es fandet oder was ihr noch für Fragen oder Anmerkungen dazu habt. Schaut weiterhin auf meinem Kanal vorbei und bis zum nächsten Mal, euer Diese Dad. Auf Wiedersehen.